Wir wollen heute mal auf Spieler blicken, die bei vielen Fußballfans etwas in Vergessenheit geraten sind. Da geht es auf der einen Seite um Spieler, die in ihrer Jugend als kommende Stars gehypt wurden und das nicht bzw. noch nicht so richtig umsetzen konnten. Und auf der anderen Seite blicken wir auf einige ehemalige Bundesligaspieler, die eben nicht mehr hier in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt verteilt spielen. Schauen wir mal auf die Spieler, die als einstige Top-Talente galten. Und wir fangen an mit Sebastian Tiralla. Der Deutsch-Pole galt tatsächlich als große Nachwuchshoffnung beim BVB, erhielt 2005 die Fritz-Walter-Medaille in Bronze, konnte sich beim BVB aber nie wirklich durchsetzen. Sein größter sportlicher Erfolg war die Zweitligameisterschaft mit Greuther Fürth 2012. Aktuell ist Sebastian Tiralla Kapitän bei der zweiten Mannschaft von Mainz 05. Schauen wir auf Macaulay Chrysantos. Der Nigerianer wurde 2007 mit seinem Heimatland U17 Weltmeister und Torschützenkönig des Turniers. Dann schlug der HSV zu und machte sich große Hoffnungen auf ihn. Für ein Bundesligaspiel reichte es für ihn aber nie. Derzeit ist er Reservist beim griechischen Erstligisten PAS Lamia. Samet Yesil, der gebürtige Düsseldorfer, wurde 2011 mit Leverkusens A-Jugend deutscher Juniorenmeister und dem Jahr drauf Torschützenkönig der Junioren-Bundesliga. 2012 ging er zum FC Liverpool, verpasste dort aber den Durchbruch. Derzeit spielt er bei Panionios Athen und hat immerhin schon in drei Wettbewerben inklusive der Europa League Quali schon getroffen. Und dann schauen wir noch gemeinsam auf ein paar Ex-Bundesligaspieler, die mittlerweile eben nicht mehr hier, sondern sonst wo kicken. Fangen wir mal an mit Andres D'Alessandro, der mittlerweile 36-jährige Argentinier. Wechselte ja 2003 für 9 Millionen Euro von River Plate zum VfL Wolfsburg, machte 61 Bundesligaspiele für die Wölfe. Letzte Saison kehrte er leihweise zu seinem Jugendclub zurück. Hier sehen wir ihn im River-Trikot. Derzeit ist er beachtlich unterwegs für Internacional Porto Alegre, allerdings in der zweiten brasilianischen Liga. Dann schauen wir auf Obafemi Martins. Der 33-jährige Nigerianer hat 6 Bundesligatore für den VfL Wolfsburg erzielt. Sein höchster Marktwert lag 2007 bei 16 Millionen Euro. Er spielte damals bei Newcastle United. Derzeit hat er eine ganz ordentliche Saison für Shanghai Shenhua in der CSL gespielt. Und Javier Pinola, der ist mittlerweile 34, ebenfalls ein Argentinier, 203 Bundesligaspiele für den ersten FC Nürnberg hat er absolviert. DFB-Pokalsieger ist er geworden mit den Franken 2007, seit Sommer beim argentinischen Topclub River Plate unterwegs.